Hallo Friends, Michael Buchinger hier. Ich bin krank. Ist es das, was ihr wolltet? Wolltet ihr, dass ich krank bin? Denn wenn ihr es wolltet, dann gratuliere, ihr habt euer Ziel erreicht. Aus irgendeinem Grund, und ich verstehe nicht wieso, habe ich seit einiger Zeit Lust, ein Favoritenvideo zu machen. Ja, ich, der Mann, der so gerne hasst. Favoriten, why not? Und ich dachte mir, diese fürchterliche Zeit der Krankheit ist perfekt dafür, denn ich bin mir so richtig bewusst geworden, was ich mag. Ich bin auch der schlimmste Kranke aller Zeiten, denn die Leute sagen immer zu mir, Michael, wenn du krank bist, musst du dich ausruhen und ein bisschen die Arbeit bleiben lassen, nicht ich? Oh nein, ich habe einfach meine Arbeit genommen und sie in die Horizontale verlegt und jetzt liege ich so da den ganzen Tag und ich tippe und ich beantworte E-Mails und es ist wirklich sehr lustig. Hier sind meine Favoriten. Nummer 1 ist ein Computerprogramm, das ich entdeckt habe, namens Melodyne und ich bin gerade in der 30-Tage-Testversion und es ist fantastisch, denn du kannst Gesang importieren in Melodyne und dann wird dir angezeigt die verschiedenen Tonhöhen, in denen du singst und die Töne, die du triffst oder auch nicht. Und du kannst dann zum Beispiel klicken auf Töne korrigieren und dann werden diese Töne im Song korrigiert, so weit wie möglich. Aber du kannst auch manuell die Töne verschieben und das macht so viel Spaß. Ich klinge halt einfach. Ihr wisst ja leider, dass ich nicht singen kann, aber ich denke mir, wenn ich nie für euch gesungen hätte, dann könnte ich jetzt euch meine Songs vortragen, die ich mit Melodyne singe und ihr würdet euch denken, wow, also Michael kann schon gut singen, der hat schon ein ordentliches Organ. Ich habe diese Songs aufgenommen, als ich krank war, muss ich auch noch dazu sagen, und ich habe Santa Baby gesungen. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good. If you'll check off my Christmas list. Das habe ich gesungen. Und ich habe es Freunden geschickt und die meinten, sing das Liza Minnelli. Und ich so, na, das bin ich. Sie dachten, ich wäre Liza. Mein Teeservice ist übrigens von Lisbeth Dahl, da werde ich auch sehr oft gefragt, aber ich glaube, es ist leider schon ausverkauft. Ich habe auch einen neuen Duft und ich bin normal nicht so der Mensch, der Parfums trägt, aber irgendwie mag ich es doch ganz gern, Parfums zu tragen, denn wenn ich dann so ein paar Jahre später wieder reinschnuppere in Parfums, fühle ich mich sofort zurücktransportiert und wenn ich jetzt dieses Parfum rieche, das ich im Alter von 17 Jahren getragen habe, fühle ich mich sofort wieder so wirklich so reinversetzt, als hätte ich morgen Schule und ich denke mir so, am Morgen habe ich Mathe und ich habe die Hausübung noch nicht gemacht und alles nur aufgrund des Geruchs und das finde ich ziemlich spooky. Und jetzt, auf diesen Duft werde ich sehr oft angesprochen. Die Leute fragen, Michael, was ist das für ein distinguierter Geruch und das riecht so besonders wie ein asiatisches Holz? Und die Leute lachen immer, wenn ich ihnen sage, es ist der neue Duft von Sarah Jessica Parker namens Stash. Oh ja. Yeah. Und ich rieche jetzt ohnehin nichts, deswegen ist es verloren an mir, aber das ist ein wirklich, wirklich cooler Duft, denn ich wusste nicht, ich dachte halt, Sarah Jessica Parker macht so Parfums wie Christina Aguilera und Britney Spears und vor kurzem musste ich erfahren, no, SJP ist wirklich dahinter und sie hat an diesem Duft 10 Jahre lang gearbeitet und er ist für Männer und Frauen und er riecht wirklich so ein bisschen nach Weihrauch und ziemlich edgy, würde ich sagen, also ich kann mir vorstellen, dass ihn viele Leute absolut ekelhaft finden. Nur ich war sehr überrascht, weil ich mir dachte, Sarah Jessica Parker macht bestimmt solche Parfums, die nach Zuckerwatte riechen, wo dann alle jungen Girls sagen, oh, ich liebe es, ich rieche wie Carrie. Und es ist gar nicht so. Es ist ein sehr gewöhnungsbedürftiger Geruch, den ich persönlich sehr gerne mag. Wer hätte gedacht, dass ich mal Parfum trage? Es war dringend notwendig. In letzter Zeit, also bitte nicht falsch verstehen, in letzter Zeit liebe ich Urin-Teststreifen. Also, sagen wir so, ich bin halt sehr so hypochondrisch und ich habe ständig Angst, dass irgendwas mit mir falsch ist. Und ich habe diese Streifen gekauft, das ist schon meine zweite Packung. Und jedes Mal, wenn ich drauf pinkle,
kommt raus, dass alles perfekt ist, ja kein Wert erhöht und ich kaufe trotzdem immer weiter diese Teststreifen, denn ich finde es einfach interessant, so ab und zu den Körper zu testen. Es ist das Näheste, was ich je zu einem Schwangerschaftstest haben werde. Und ich genieße es einfach. Ich wünschte, mehr Fragen des Lebens würden sich beantworten, indem man einfach auf Dinge drauf pinkelt und da pinkel ich dann drauf und ich kann dann ablesen, wie es mir geht und es geht mir super. Das ist die Antwort. Das ist einer meiner Favoriten. Nächster Favorit ist kein etwas, sondern eine Person. Es ist Solange Knowles, die Schwester von Beyoncé. Und ich fühle mich jetzt schon so blöd, dass ich gesagt habe, es ist die Schwester von Beyoncé. Beyoncé kennen wir, das ist eine Musikerin und sie hat eine Schwester. Sie heißt Solange. Ich bin echt gut im Geschichten erzählen. Apropos Musikerin, ich bin auch Sänger übrigens. Think of all the fun I've missed. Alle Töne getroffen, geil. Solange. Ja, sie hat ein neues Album namens A Seat at the Table und ich hatte zuvor noch nie Musik von Solange gehört und ich mag das richtig gern. Es ist halt so. Ich wusste nicht, dass sie so artsy ist. Also sie ist halt wirklich so, während Beyoncé oft probiert, so super künstlerisch zu sein, stelle ich mal so in den Raum, würde ich behaupten, dass Solange es tatsächlich ist, ohne es sehr stark probieren zu müssen. Das ist einfach die Rache Beyoncés, weil ich sowas gesagt habe, aber es ist meine eigene Meinung. If you check off my Christmas list. Tja, so viel dazu. Solange, gehen wir von einer strong minority voice zu der nächsten. Seit ich krank bin, schaue ich sehr gerne The Mindy Project. Und The Mindy Project ist eine Serie, da geht es um eine Frauenärztin namens Mindy Lahiri. Und sie ist sehr lustig, denn sie ist einfach eine Person, die keine Frauenärztin sein sollte. Also in ihrem Privatleben ist sie sehr verwerflich und immer ein bisschen too much und sie findet sich selbst super sexy, obwohl ihre Mitmenschen sie nicht sonderlich sexy finden. Und es ist einfach eine lustige 22-minütige Serie, die ich früher schon ganz gern geschaut habe, nur ich fand sie immer so ein bisschen schlecht. Ich fand sie okay, aber und habe oft gelacht, aber ich dachte mir jetzt nie so, wow, das ist eine gute Serie. Und dann wurde die Serie gecancelt, also sie war 3 Staffeln im Fernsehen. Und jetzt werden die 4. und die 5. Staffel für Hulu produziert, das ist ein Online-Streaming-Dienst. Und diese Staffeln sind richtig gut. Die 4. Staffel, die schaue ich gerade, die ist super und die 5. soll auch ganz toll sein. Das schaue ich ganz gern. Ich wünschte auch, ich würde irgendwie was lesen, nur ich habe so diesen Punkt der Krankheit, wo einfach mein Kopf, also wo ich einfach nichts lesen möchte, weil ich zu müde bin. Ich habe zuletzt etwas gelesen, ein Selbsthilfebuch namens How to be your own best friend und das klingt sehr traurig, aber ich habe es gemacht, weil es sehr kurz war, also zu 90 Seiten. Und ich bin halt auch einer dieser Loser, der sich dann so Dinge anstreicht. Aber es war sehr viel Wahres drin, das muss ich schon sagen. Und ich kann auch diese 90 Seiten kurz für euch zusammenfassen. Behandelt euch selbst einfach so, als wärt ihr mit euch befreundet. Und ich merke das sehr oft bei mir, dass ich zum Beispiel, wenn meine beste Freundin krank wäre, würde ich nicht zu ihr sagen, hey du Steffi, leg dir jetzt da hin und arbeite im Liegen. Das würde man nicht tun. Und das tue ich jetzt gerne mit mir selbst. Dieses Buch ist ganz toll, allerdings ist es, glaube ich, aus den 70er Jahren. Ich muss mal nachschauen. 1971. Und es war so ein Satz drin, wo ich mir dachte, sie sagen nämlich, früher dachte man auch, Homosexualität wäre nicht heilbar, aber heute sind wir in der Wissenschaft schon um einiges weiter. Und ich dachte mir so, man merkt, dass es die 70er sind. Ansonsten ein gutes Buch. Ja, ich habe auch diese Tabletten ausprobiert, Calmaben. Die sind an und für sich dazu da, damit man besser einschläft. Und das erste Mal, was mich so an ihnen gereizt hat, ist, dass sie rezeptfrei sind. Das heißt, du kannst einfach in die Apotheke gehen und sagen, ich hätte gerne Calmaben. Und sie versprechen dir, dass du binnen einer halben Stunde, du sollst das eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen nehmen und dann schläfst du gut.
Und ich habe das so eine halbe Stunde vorher genommen und dann ist wirklich 2 Stunden lang nichts passiert. Und ich habe mich auch noch dazu imstande gefühlt, eine Boeing 747 zu steuern. Also habe ich es jetzt nicht so toll gefunden. Und als ich es dann das zweite Mal genommen habe, hat es doch ganz gut funktioniert. Das heißt, ich werde es vielleicht dann irgendwann... Also jetzt, wo ich krank bin, schlafe ich ja eh ganz gut. Nur oft habe ich Einschlafschwierigkeiten. Das muss ich ganz ehrlich... Also da nehme ich mir auch kein Blatt vor den Mund. Das sage ich so in diesem Video, so wie es ist. Ab und zu schlafe ich schwer ein. Und ja, habt ihr Tipps für mich? Bitte sagt nicht Kamillentee. Ich kann Kamillentee einfach nicht mehr hören oder riechen oder schmecken. Ich habe auch eine gute Nachricht für mich. Ich schätze, euch kann es relativ egal sein. Ich habe früher immer meine Fingernägel gekaut und jetzt habe ich aufgehört. Könntest du fokussieren auf diesen glorreichen Moment? Nur die Sache ist die, meine Fingernägel sehen jetzt ein bisschen so aus wie die Fingernägel einer Person, die vor kurzem aufgehört hat, Fingernägel zu kauen. Das heißt, sie müssen noch, glaube ich, so ein bisschen nachwachsen und stärker werden. Und ich habe mir jetzt, das habe ich eigentlich nur vom Bipa, Bipa ist so ähnlich wie DM, einen Nagelhilfestift geholt. Und es ist so ein typischer Placebo-Effekt. Ich glaube nicht, dass dieser Nagelhilfestift sonderlich viel bewirkt, aber ich streiche das einfach rauf. Und es ist auch nicht eines dieser Dinge, das jetzt irgendwie ekelhaft schmeckt oder wo du dir dann denkst, oh, das schmeckt so schlimm, ich werde nie wieder Nägel kauen. Das ist es nicht, aber es ist halt einfach für mich ein angenehmes Gefühl, mir da irgendwas raufzugeben. Es riecht auch so ein bisschen medizinisch und dann denke ich mir so, ja, es hilft meinen Nägeln und es wird jetzt alles besser. Und ich fühle mich auch nicht so verleitet dazu, daran zu kauen, selbst in diesen Zeiten des Stress. Ich habe sehr viel Stress, aber deswegen arbeite ich auch im Liegen und das ist absolut super. Hattet ihr in letzter Zeit Favoriten? Habt ihr Tipps für mich, wie ich zum Beispiel auch längere Zeit in Zukunft meine Nägel nicht kauen kann? Das wäre ganz toll zu wissen. Was ich auch wissen möchte ist, heute ist ja Mittwoch, wenn ihr dieses Video seht, welches Video wünscht ihr euch am Freitag? Möglicherweise etwas, das ich im Liegen tun kann. Interessiert euch ein Storytime-Video aus dem Hause Buchinger? Ich habe letztens das beliebte Model Alexa Chung getroffen und ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht ausgiebig darüber erzählt. Vielleicht widme ich dem Ganzen ein 15-minütiges Storytime-Video, obwohl unsere Begegnung 2 Minuten lang war. Wir werden sehen. Bleibt dran auf Michis Kanal und gebt mir einen Daumen nach oben, denn wenn ich genug Daumen nach oben bekomme, dann werde ich wieder gesund. So funktionieren Krankheiten. Okay, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao!